Mahlzeit, willkommen bei Hugos Hobbys und einem weiteren Modell-Unboxing. Diesmal habe ich für euch eine 88er Flak, den Bausatz von Revell, die 88er Flak 36 inklusive Kommandogerät 40, also dieses Peildings und Anhänger, um beides zu transportieren. Der Bausatz ist aus dem Jahr 2010, deswegen erhoffe ich mir davon eine sehr gute Qualität. Also die Bausätze, die kurz vorher schon erschienen sind, von den schweren Artilleriegeschützen und dem Famo, die waren auch schon extrem gut vom Detailgrad her und von der Passgenauigkeit her und allem. Gut, fangen wir vorne an beim Cover Art. Das sieht schon mal aus wie aus einem Actionfilm, da explodiert es und brennt und überall wird geballert und da fliegen die bis an die Zähne bewaffneten, ich glaube Thunderbolt sind das, im Tiefflug über die Wehrmachtssoldaten, die ganz entspannt da lässig ihre Granate in der Hand halten. Ach Mensch, ist ja Kriegsalltag. Ja. Kann man drüber streiten. Ist aber, macht das ja auf jeden Fall. An der Seite haben wir, wie üblich, Darstellung vom Prototypenmodell. Farbvorschläge. Schwierigkeitsgrad ist 5. Das ist, glaube ich, der höchste, den Revell anbietet. Wobei ich glaube, das hängt bei denen nur von der Anzahl Teile ab. Das sind 200, steht hier. Ja, wie übliche Infotext. Dazu, um was es sich handelt bei dem Modell. Und ein bisschen Werbebilder auf der Rückseite. Ja, genau, hier diese Geschütze, die kurz vorher erschienen waren, die waren schon sehr, sehr beeindruckend. Haben echt Spaß gemacht beim Bauen. Gut, dann sehen wir uns das Ganze mal von innen an. Üblich Sicherheitshinweise, Modell nicht essen. Decals kommen wir gleich noch zu. Ja, hier haben wir nochmal die Übersicht von auf der Anleitung und einen sehr ausführlichen Review-Text zu dem Modell, zum Original halt. Hier die beiden Protze zu der Flak selbst und hier, da wird wohl eben wieder dieses Kommandogerät drauf gehievt auf diesen Wagen. Die allgemeinen Hinweise. Symbolik in der Anleitung. Nochmal eine ausführlichere Farbzusammenstellung. Und die übliche Übersicht über die Spritzlinge. Und dann geht's auch los mit dem Modell. Zwei verschiedene Schilde stehen zur Verfügung. Ich bin jetzt nicht so der Experte, was die Wehrmachtsausrüstung angeht. Ich weiß nicht, ob das dann mit beiden Schilden immer noch eine Flak 36 ist. Ich weiß nur eine, ich glaube die 18 oder so, Flak 18 war dann ohne Schutzschild. Keine Ahnung. Wer da mehr weiß, kann gerne mit seinem Wissen in den Kommentaren angeben. Ich freue mich immer gerne, mehr zu lernen. Ja, die ganzen Protze, die da gebaut werden, wohl auch beweglich bleiben. Hier wird irgendwas nicht geklebt. Auch das Geschütz soll schwenkbar bleiben. War, glaube ich, hier in dem vorher schon zu sehen. Nee. Ja, hier die Protze von dem Kommandogerät. Und das Kommandogerät selbst. Ah, da kann man auch nochmal hier die Plattform zerteilen für die Transportposition oder eben für die In-Use, also für die Einsatzposition. Jo. Farbvorschläge soll es 4 Stück geben, beziehungsweise Decals. Haben wir auch. Ja, schon mal nicht schlecht. Ach, da wird auch nochmal Decal Soft empfohlen für die Decals. Das sehe ich auch das erste Mal. Eine Anleitung direkt. Mal schauen, ob das bei dem Modell erforderlich sein wird. Gut, zum eigentlichen Bausatz. Wie üblich in der Plastikfolie. Der Gussrahmen A, da ist in erster Linie die Flak selbst drin. Ein sehr großes Schutzschild, muss schon ein ganz schöner Brummer sein, wenn das Ding dann fertig ist.
Hier der hintere Teil vom Geschütz und hier ist, glaube ich, das vordere. Gute Frage. Ja, die Lafette. Da sieht man aber hier auch schon leider kleine Sinkstellen. Sowas bin ich von Revell-Bausätzen, gerade auch von neueren, nicht unbedingt gewohnt. Ja, hier habe ich euch nochmal die angesprochenen Sinkstellen rangezoomt. Da sieht man sie. Bisschen schade, aber es ist nur geringfügig. Ist jetzt also nicht wirklich tragisch. Ansonsten sieht die Gussqualität wirklich sehr schön aus, wenn man sich auch zum Beispiel dieses Teil hier anguckt. Das sieht schon echt klasse aus. Schauen wir mal den nächsten Gussrahmen an. Hier ist dann der Gussrahmen mit dem Kommandogerät. Ordentlicher Apparillo hier, das Ding. Wir haben hier einen Zentimeter Maßstab, das sind also ja, knapp 6 cm. Ordentliches Ding. Auch sehr fein detailliert hier die diese Drahtbügel überall oder auch, wo habe ich es gerade gesehen, hier diese, keine Ahnung, ob man das jetzt sieht ohne Zoom, winzige Löcher hier in diesem Winkelstück. Ja, ist wirklich eine hervorragende Gussqualität eigentlich. Auch hier diese Blechstruktur und hier die ganzen Instrumente. Da kann man echt nicht groß meckern. Eigentlich kann man da überhaupt nicht meckern. Ja, dann haben wir diesen großen Gussrahmen hier doppelt. Der ist für die Protze der Flak und auch nochmal einige Teile der Flak selbst. Die Seitenarme, die Erdanker, Bordwerkzeuge, Stellräder und solche Sachen. Und dieser Gussrahmen, das ist nochmal das andere, der andere Schutzschild. Mit ein paar kleinen, extrem fein gegossenen Details. Da bekommt man wirklich Lust aufs Basteln. Auch wenn ich ja mehr so die russischen Sachen bastel, aber ich habe ja auch einige deutsche Truppen und da habe ich auch noch einiges Ungebautes im Keller liegen. Ja, da werde ich mich bestimmt auch mal irgendwann in absehbarer Zeit um die Flak kümmern. Auch gerade hier bei diesen ganz feinen Details hier, diese, wofür auch immer die sind, diese Rädchen hier. Sieht aus wie von einer Kabeltrommel oder ähnliches. Dass da in diesen Löchern auch wirklich Löcher sind und kein Kunststoff, dass das wirklich noch offen ist und so weiter, ist schon nicht selbstverständlich bei einigen anderen Herstellern. Oder bei älteren Modellen. Also kann ich so nach dem ersten Angucken durchaus empfehlen. Ach, die Decals haben wir noch. Und wie gesagt, diesen Gussrahmen hier haben wir noch ein zweites Mal. Nur abzüglich des Schutzschildes. Oh, da ist so ein bisschen überschüssiges Kunststoff, was da rumbaumelt. Das ist aber jenseits der Teile. Ja, auch hier ist alles wunderbar gegossen. Nichts zu beanstanden. Da haben wir die Decals, die zoome ich auch gerade nochmal ran, wenn es klappt. Ja, sehr schön, hat wunderbar funktioniert. Also hier für die vier verschiedenen Versionen. Das Geschütz ist, haben wir da alles mögliche an Decals. Ich bin nicht ganz sicher, ob das da irgendwie eine Höhenanzeige sein soll oder irgendwas. Das sieht aber eher ein bisschen komisch aus. Also für die Instrumente von diesem Kommandogerät vor allem, aber auch an der Flak selbst sind ja einige Messtafeln und sowas angebracht. Da gibt es leider keine Decals, das muss man also alles irgendwie per Hand aufpinseln, wenn man das denn kann. Aber gut, in dem kleinen Maßstab kann man das auch rudimentär einfach machen, so wie auf der Verpackung gesehen, wenn ihr am Anfang zurückguckt. Beim Prototypenmodell, da sind diese Messtafeln auch einfach nur als weiße Flächen, als weiße Kreise aufgemalt. Ansonsten haben wir hier Nummernschilder für die ganzen Protze und diese Ringe, mit denen die Anzahl der Abschüsse, glaube ich, markiert worden sind am Kanonenrohr. Also angenehm wie Decals. Und wie meistens ist dieser, dieses Schutzpapierchen schon abgefallen, aber das hat bisher bei mir noch nie Probleme verursacht. Also auch Modelle, die ohne Schutzpapier in der Verpackung des Modellkartons rumliegen, funktionieren nach Jahren immer noch in der Regel. Okay, dann kommen wir zum Schluss noch ein paar Fotos, wie üblich.
Ich bedanke mich an dieser Stelle schon mal bei euch fürs Zuschauen. Passt auf euch auf, Leute, und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.